So, ihr seht schon, ich bin wieder heiß wie Frittenfett auf das nächste Decathlon-Event. Decathlon Nummer 2 ist Pauper. Wenn das Video erscheint, dürften schon die neuen Decathlons online sein. Nichtsdestotrotz wollte ich hiermit mal eine Challenge starten mit diesem schönen blau-weißen Pauper-Deck. Das ist auch der Grund, warum ich es gezockt habe. Holy hat damit, glaube ich, 7 Wins geholt und ich dachte, ach komm, das snacke ich mir direkt. Das sind meine Lieblingsfarben. Wir spielen einfach Uwe Flyers. Ja? Also, wie ihr das hier schon sehen könnt, wir haben ganz, ganz viele Inspiring Overseer im Deck, nämlich 4 Stück und nochmal 4. 2-1 Flieger, die Karten ziehen, sind immer gerne gesehen. Falcon Abomination ist ein 2-2 Flieger, der immerhin nochmal einen Zombie mitbringt. Blessed Hippogriff, einfach eine Granatenkarte. 4 Mana 2-3 Flieger mit einem Adventure-Trick drauf, der eine Kreatur indestructible macht. Rafine's Informant, wahrscheinlich auch eine der besten Two-Drops-Commons, die jemals gedruckt wurden. Und Network Disruptor eben, um nochmal vielleicht so ein kleines bisschen Tempo zu machen. Wir haben an Removal Spells nur 4 Patriarchs Humiliation. Man macht damit aber jede relevante Kreatur eigentlich kaputt. Haben außerdem noch 4 Recommission. Alles in unserem Deck kostet quasi 3 oder weniger. Und dann ist es quasi nur noch ein Additional Clown Kids hier oder Inspiring Overseer, der uns sogar eine +1/+1 Marke beschert. Genauso wie der Protection Spell Take Up the Shield. +1/+1 Counter Lifelink und Indestructible. Ist gegen Removal gut, ist im Race gut. Also eine sehr, sehr, sehr solide und umfangreiche Deckliste. Bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Ist natürlich ein bisschen schwach gegen das rote Ente Festivities oder so, habe ich jetzt auch schon gehört, dass die Meta so ein bisschen dahin shaped, dass alle Leute Rotmana spielen und sagen, ein rotes Mana deal one damage to each creature of your opponent. Das wäre relativ schrecklich. Ich hoffe, ich sehe eine etwas andere Meta. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das funktionieren wird. Unten findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung, findet ihr die Deckliste und viel Spaß beim Video. So, da haben wir auch schon die erste Hand. Zwei weiße und zwei blaue Mana. Spells. Ich glaube, das sollte man mal halten. Mal gucken, was der Archangel so spielt. Okay. Ein schwarzes Mana, Clay Revenant. Das sagt mir jetzt nicht so viel bisher. Vielleicht irgendwie so eine Art Ofenliste oder so. Ne, wobei Ofen kann ja gar nicht. Ofen ist ja Uncommon. Weiß gar nicht, was man so in Schwarz-Rot spielt, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich Ente Festivities gleich abkriegen werde. Leider ist mein Two-Drop-Play nicht so ganz so geil, aber das des Gegners auch nicht. Ja, das ist okay. So können wir gerne weitermachen. Oh, Gegner bleibt auf 2 Ländern stehen. Dann lege ich doch gerne mal so einen 2-2 Flieger und gebe noch ein bisschen mehr Gas. So, okay. Strangle. Oh, kann ich mit leben, ehrlich gesagt. Kein Attack mehr. Oh ja, ich lege einfach nochmal so einen Typen. Und ich glaube auch, die Decay-Zombies können angreifen, solange ich Schaden mache. Also, solange ich die zwei Schaden zu machen. Ich gewinne ja eigentlich über meine Flieger. Und wenn der Gegner dank der Decay-Zombies irgendwie auf 16 startet, statt auf 20, dann haben die ihren Job schon erledigt. Jetzt leider. Inspiring Officer. Leider zieht der Gegner keine Länder. Das ist natürlich ein bisschen lucky für mich. Ich könnte allerdings so langsam auch einen Protection Spell gebrauchen. Aber wenn gleich Ente Festivities kommt, dann überlegt vielleicht die Falcon Abomination. Und ja, ansonsten auch eher nix. Aber der Gegner zieht einfach gar keine. Ah, da ist das dritte Land. Bin ich mal gespannt, was jetzt zu einem 3 kommt. Okay. Okay. Könnte blocken, aber warum? Junge! 24 Lanes! Okay, immerhin noch ein Network Disruptor. Ich glaube ja nicht, dass unser Gegner 4 gegen die Flyer haben wird, aber kann ich den hinlegen? Eigentlich auch egal, ob ich den hinlege oder nicht. Aktuell haben wir Lethal präsentiert. Wenn ich den hinlege, sind wir noch ein bisschen weaker gegen Ente Festivities. Twisted Embrace. Okay, ja gut. Nimmst halt eine 2-Power-Kreatur weg. Gehe ich auf 12. Wenn ich Network Disruptor gelegt hätte, dann würde unser Gegner auf 1 gehen. Das macht auch keinen großen Unterschied, ob 1 oder 2. Ich blocke hier nicht. Und außer, ich wollte gerade sagen, außer ich ziehe Take Up the Shield. Na gut, okay. Naja, fein, was soll's. Die 2 Damage werden wir, glaube ich, jetzt auch noch mit dem Protection Spell zumindest auf jeden Fall durchdrücken können. Ah, okay. Ah, die Flyer, okay. 1-0 für Uwe. Ey, das läuft ja richtig gut im Decathlon bisher. Stehen wir 8-1. Nice. Das ist eine sehr interessante Hand. Ich halte die mal. Da fehlt so ein Inspiring Overseer, um richtig geil zu sein. Oh, Lantern. Lantern-Schmierer. Na gut. Gut, es wäre auch cool gewesen, was vor Turn 3 zu haben, aber ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Mono Blau Spirits vielleicht?
Pauper-Meter kenne ich natürlich absolut in- und auswendig nicht. Obscura, ein cooles Symbol, finde ich. Ja, nehmen wir mal. Oh, könnte auch Ninjutsu sein oder so? Kommt jetzt hier so ein Moonsnares? Boah, Yaikas. Yaikas. Ja, und ich rödel hier rum und mach gar nichts. Okay, das ist, ja, das Game ist, glaube ich, nicht gewonnen. Junge, Pauper kann so stark sein, ne? Pauper ist so bastard stark einfach. Ja, okay. Bitte jetzt nicht noch ein Moon Circuit Hacker. Einer reicht mir. Okay, nächste Runde dann Falcon Abomination und dann mal gucken, was wir da noch machen. Okay. Ah, das Lookout kann weg. Er wirkt auch ein bisschen zu Klobo für Pauper, ehrlich gesagt. Take up the shield, got it. So, jetzt haben wir zumindest mal einen Blocker. Ich habe sehr viele Protection Spells, aber ich habe jetzt immerhin auch. Ich kann jetzt gleich auch zur Not mit der Falcon Abomination blocken und Recommission spielen. Kann ich nicht, weil er einfach ansammeln spielen. Boah, Junge. Auf den Schnorchel gehst du mir. Das vierte Land braucht das Deck noch. Finde ich spannend. Das sieht eher so aus wie so ein Deck, was bei zwei Ländern aufhören kann. Blue Drachoni. Das ist leider ein bisschen ungünstig, wenn wir. Wir haben einen sehr langsamen Start, ne? Wenn wir einen etwas schnelleren Start gehabt hätten, sähe das vielleicht ein bisschen anders aus, aber. Network Disruptor. How gut. Mein Gegner hat trotzdem nur fünf Hand. Ne, sechs Handkarten jetzt, ne? Ja, okay, sechs Handkarten, noch ein Blue Dragon im Exil, noch ein Lantern Eumel irgendwo anders. Schon nicht so schlecht. Und ich habe eigentlich auch nur Protection Spells gegen Damage. Ja, also gegen Bounce habe ich nichts. Gegen Bounce bin ich aufgeschmeißen. Alles greift an. Okay. Guck mal. Ach, 1, 2, 1, ich will nicht so viele Loot-Effekte haben hier. Das ist okay. Dann würde ich dir den jetzt mal anzünden hier. Der Trade hier ist in Ordnung. Einfach schlicht und ergreifend, weil ich dann wenigstens mal Recommission nutzen kann. Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Schaden nehmen und auch vor allen Dingen nicht dem Gegner noch mehr Karten ziehen lassen. Weil so langsam reicht es halt auch mit den Karten. Einfach 9 Karten mehr gezogen als wir. Turn 4 oder so. Is enough. Recommission. Ich meine, die Boyos können jetzt auch mal angreifen hier. Die stehen ja auch einfach nur dumm rum. So, ich lass mal. Ich könnte Network Disruptor noch spielen. Aber. Ich meine, es macht jetzt auch nicht so super viel. Ja, ich glaube, ich spiele Network Disruptor noch. Dann habe ich immer einen Take Up the Shield offen und. Ja. Und zur Not Blast Hippogriff. Aber ich sollte ja eigentlich fein sein. Denn der Gegner, ich denke, der Gegner kann jetzt erstmal nicht angreifen. Vielleicht spielt er einen Lantern Spirit auf den Moon Circuit Hacker oder so. Okay, ne, ja, das ist alles so nervig. Oh Gott. Aber gut, wir haben jetzt auch fast alle Moon Circuit Hacker bereits abgearbeitet. Das hilft. Monoblau Ninjas, ey. Auf jeden Fall. Gebe ich ihm jetzt noch einen Loot? Ich weiß es nicht. Ich gebe ihm noch einen Loot, come on. Ansonsten nehme ich ihm einfach ein bisschen viel Schaden.
Cloud Kinsia wird weggeschmissen. Heiligs Blechle. Okay. Oh, ein Spar and Officer. Der ist ganz gut. Das ist auch ein Grund, warum man weiß spielen sollte übrigens. ja, ich greife mal nicht an. Ich verteidige jetzt einfach. Ich lasse jetzt alle Zombies die Arbeit machen und ich verteidige jetzt einfach mit meinem, mit dem, was ich auf dem Board habe hier. Gut, es wird ein bisschen schwierig noch gegen die Blue Dragons gleich, wenn die alle in das Battlefield betreten. Ja, okay. Aber... ich muss jetzt hier gleich nur noch irgendwie einmal gewinnbringend das Adventure vom Blast Hippogriff anwenden. Dann können wir vielleicht sogar wieder ins Spiel kommen. Cloudkins hier zieht Inspiring Overseer oder so. Okay, da ist noch einer. Auf wie vielen Commons Draw a Card draufsteht, ist halt einfach absolut absurd. Mhm. Keine Attacks mehr. Cloudkins hier, okay. Ja, ich glaube, jetzt kann ich mir hier nicht erlauben, den Hippogriff offen zu lassen. Oh, Recommission. Okay, cool. Wie einfach alles überall immer die ganze Zeit Karten zieht. Pauper ist einfach absolut kaputt. Network Disruptor. Hey, Network... das ist Network Disruptor Nummer 2 erst. Okay, dann geht's ja. Okay, Attack mit Olim. Das ist, glaube ich, easy. Das ist easy. Ich glaube, ich blocke einfach alles. Oh. Winged Words. Alle fliegenden Kreaturen kriegen plus 70, plus 70. Nee, Winged Words nicht. Keine Ahnung, irgendwas anderes Schlimmes. Okay. Na, guck mal, Battlefield ist schon wieder Schmacko geworden hier, das Campo di Battaglio. Und auch nur noch zwei Handkarten beim Gegner. Love it. Und ein Inspiring Overseer bei mir. Love it. Und ein Patriarch's Humiliation. Love it. Können wir jetzt schon angreifen eigentlich, oder was? Ich glaube schon, hm? Gegner hat doch nichts. Ja, hier. Easy. Wieso sind wir denn jetzt? Ich habe jetzt das Gefühl, wir sind noch nicht mal mehr hinten. Am Anfang die ganze Ninjutsu-Schrömmelei hat mich ganz schön lang gemacht. Jetzt geht's tatsächlich wieder. Ja, was geht denn jetzt schon wieder hier? Okay, Young Blue Dragoni. There you go. Mhm. Okay. Also 4-4. Ja, noch ein Land war definitiv nicht der stärkste Draw. Das ist ein Ansummen? Im Gegner? Weil man will ja auch nicht so wirklich was ansummen. Aha. Könnte ein Ansummen sein. Ist ein Ansummen. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt halt Druck, ne? So, Gegner auf 9. Aber er kann jetzt einen 4-4 Blocker bauen. Nee, macht er nicht. Gönnt sich jetzt erstmal nochmal die Blue Dragon Geschichte. Okay. Ah, okay, kann sich doch ein 4. Ja, gut, aber. Ist das so geil? Blockst du halt ein und nimmst 7. Ist auf 2. Ich hab nochmal so einen. Gut, man muss halt dann noch irgendwann mal in den Attack-Mode gehen, ne? Wenn der Gegner jetzt 3 Blocker legt, okay, Moonsnare Specialist. Okay, ja gut, aber was will man von mir bouncen? Hippogriff? Inspiring Overseer? Ja, ist halt. Nee, Network ist halt alles nervig. Inspiring Overseer bouncen ist halt auch so. Ah. Oh, sad. Ich wollte gerade sagen, ist halt so. Warte mal, du hast eigentlich nur Karten, die ich nicht bouncen will. Sad. Okay, ich nicht gedacht, dass wir es gewinnen. 2-0, weiter geht's.
Ja, wir sind on the draw ohne blaues Mana, aber wir haben zwei Inspiring Overseer. Also ich meine, ah, come on. Lunark Veteran, okay, Live Gain. Okay, blaues Mana. Hervorragender Draw. Da tapp ich dir doch erstmal deinen Lunark Veteran weg. Was ich hier spannend finde, ist, wir haben. Oh, where was geht? Genau, was ich sagen wollte. Wir haben hier irgendwie keinen Free Mulligan und bei dem Jump-In hatten wir einen Free Mulligan. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich hatte gedacht, dass das vielleicht daran liegt, dass es Best of One ist, dass man einen Free Mulligan hat. Aber es wird, ist wahrscheinlich dem Event geschuldet einfach. Naja, dann ist das halt so. Nehmen wir an. Nein. Er ist gut. Priest of Ancient Lore ist ziemlich gut. Gegner auch einfach entspannt auf 23. Ey, das ist schon eine Ansage. Ja. Activation vom Unicorn ist auf jeden Fall ein ziemlicher Threat. Den ist auch noch auf 21. Activate only during your turn. Na gut, okay, ich blockiere, glaube ich, dann aber auch mal. Die 3 Damage nehme ich. Inspiring Overseer. Erstmal 100 Life gegained, 100 Karten gezogen. Love it. Ja, wir gehen einfach rein. Ne? Soll ich sagen. Ich glaube, dass wir unseren Inspiring Overseer protecten. Frage ist nur, wie. Okay, dann machen wir es nicht. Dann protecte ich den Inspiring Overseer. Oh. Dann kill ich, glaube ich, schnell das hier. Ja. Damit der Pumpeffekt auch nicht so nervig ist. Okay, ich nehme jetzt nochmal jeden Schaden. Weil ich will ja auch wieder Value aus den Hippogriffs ziehen. So geil, wie jede Karte im Pauper immer Karten sieht. Ja, okay. Mama. Komm mal, mach mal. Ja, Spirited Companion. Ja, komm. Bring it. Gönn dir. Ja, 22. Tralala. Auf geht's. Leider ein bisschen viel blaues Mana, aber ist in Ordnung. Mal überlegen, ob ich den Lunark Veteran mal komplett durchkillen soll hier. Ich glaube schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der ein bisschen viel Value macht und so kommt wenigstens auch der Spirit nicht wieder. Ja, Weiß hat eine Menge Card Draw gekriegt übrigens in letzter Zeit. Meine Güte, Alter, was geht? Okay. Okay. Gegner will, glaube ich, nur nicht traden, weil wahrscheinlich End Festivities splasht oder so. Und sobald die Karte gezogen wird, ich einfach mein Board verliere. Könnte ich mir vorstellen. Priest, okay, na gut. Hat Weiß eigentlich Card Draw? Weiß ich gar nicht. Boah, Junge. Das ist so kaputt. Das ist so kaputt. Gutes Deck auf jeden Fall. Jetzt greif doch mal an mit ein bisschen Scheiß hier. Ich will meinen Value. Okay. Ich will doch nur meinen Value. Was für ein geiles Game. Gegner kann jetzt erstmal ordentlich nochmal einen einthrongen hier. Okay, oh. Dann wird da ein Pumpeffekt dabei sein und ich werde wahrscheinlich ziemlich traurig sein. Na, wahrscheinlich halt irgendwie ein.
Ein Jutta-Pump-Effekt. Aktuell kommen nur 6 Schaden durch. Aber dann muss er auch gezogen haben. Ja, okay, das sind genug. Vor allen Dingen auch mit Kicker. Okay, dann wird gesplashed für Heroic Charge, verstehe ich. Ja, gut. Da machen wir ein bisschen wenig gegen. Vielleicht hätte ich einfach zwischendurch die Hippogriffs aufs Board legen sollen. Vielleicht habe ich zu defensiv gespielt. Das kann gut sein. So, wir dürfen anfangen. Hand ist gut, würde ich sagen. Also, ich kann nette Dinge machen. Spielt das jeder? Muss man einfach End Festivities spielen oder was? Ich lege mal die Falcon Abomination. Dann habe ich natürlich jetzt ja schon mal einen 3-2 Bieder. Und könnte nächste Runde Recommission machen. Schon mal ein bisschen Gas geben. Oh Gott. 2 von denen und oh Gott. Auch witzig, ne? Pauper hat ja eigentlich gar keine Meta, also man kennt die so nicht. Aber irgendwie werden trotzdem überall die gleichen Karten gespielt, weil es so eine klar Best-in-Spot-Geschichte gibt. Take up the Shield, nehme ich mal an. Wobei, das funktioniert ja nicht. Und dann wird wenigstens nur ein Life gegained. Das ist so unbesiegbar für uns, dieser kleine One-Drop da. Wahnsinn. Okay. Ah, Fierce Retribution. Okay. Na gut, vielleicht, wenn das Deck ein bisschen anders aufgebaut ist, als das gegen das wir vorhin gespielt haben, dann geht ihm vielleicht irgendwann die Puste aus, so ein bisschen. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, fair. Können wir mit. Es werden halt einfach immer die gleichen Karten gespielt. Who would have thought? Land vielleicht. Wobei, vielleicht wäre hier sogar besser gewesen, Blessed Hippogriff offen zu lassen. End Festivities ist einfach die beste Karte, Leute. Also ich glaube, man muss einfach die Karte spielen, die allem einen Schaden zufügt und gut ist. Oh, ballern. Gegner schon wieder auf 19 runter. Yes! Yes! Ich glaube, also wenn es jetzt nicht klappen sollte, wonach es aussieht, weil das könnte ja gut ein 2-2 werden, dann werde ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich einfach irgendein Deck spielen, das End Hostility, wie auch immer es heißt. Oh, jetzt kommt zumindest mal ein bisschen Power in die Bude. 6 pro Runde kannst du dann vielleicht doch nicht heilen. War ganz praktisch, dass der Gegner auf 3 Ländern stehen bleibt, sonst hätten wir schon wieder ein großes Problem. Fierce Retribution. Sorry. So, Gegner ist auf 5, wir sind auf 20. Unsere Air Force besteht aus 6 fliegenden Kreaturen. Set fürs Unicorn Nummer 4. Da ist es. Abgefahren. Schlechter Draw vom Gegner. Also,
Schlechter Draw vom Gegner, definitiv. Und so können wir dann glücklicherweise doch nochmal den Sieg einheimsen hier. Ah, da ist der Mulligan. Schade. Boah, die Tapatuisen. Na gut, dann müssen wir einfach von oben hoffen, ne? Ja, im Best of One darf man einfach nicht so viele Mulligans machen, sonst ist schlecht. Oh, Turn 1 Lunar Quadrant. Habt ihr das schon mal gesehen? Habe ich nicht eine Falcon Abomination weggelegt? Okay. Luna Veteran into Spirited Companion. Interessant. Das ist mir neu. Perfekt. Celeste Unicorn ist zumindest mal was Neues. Ich meine, es spielt jetzt keine Rolle mehr, weil dadurch, dass wir den Landdrop gemisst haben und den Landdrop gemisst haben, werden wir das Spiel niemals mehr gewinnen können. Aber Celeste Unicorn ist immer noch mal eine Karte, die ich bisher zumindest nicht gesehen habe. Na, Unicorns kann man schon spielen, glaube ich. Ah, da ist das Land. Ich kann da blocken, der pumpt und ich nehme 2, 5, 7, 9. Okay, cool. Das war ein kurzes Match. Vielleicht hätte ich einen Mulligan auf 5 machen sollen, aber gewinne ich mit einem Mulligan auf 5? Unlikely. Ja, das läuft ja wie ein Länderspiel, ha? Huh? Dann nehme ich doch mal einen sogenannten Mulligan. Okay. Recommission finde ich eigentlich ganz gut. Ich lege mal die weg. Vielleicht können wir uns hier mit, vielleicht können wir hier mit Out-Card-Value machen. Oh, was kommt denn da jetzt? Okay, Consider ist fine. Consider ist fine. Ah, das Is It Deck. Okay. Is it Spells? Na gut. Weil ab Runde 3 starten wir dann auch schon durch. Kethic Flame Breather. Gut, dass wir ein bisschen Life gainen können mit diesem einen Trick. So. Zack, Cloudkins hier. Da ist er. Zack, Land. Ja. Im Schnitt, wenn wir zwei Spiele zusammennehmen, haben wir immer einen guten Draw, was Länder und Spells angeht. Reckless Impulso. Gehe ich auf 19. Island, okay. Nicht so stark. Doch nicht. The Blessed Ripogriff. Da könnte jetzt natürlich so ein Mana Leak oder sowas kommen. Halt irgendwie ein Counterspell, Essence Getter, Capture, Essence, bla bla bla. Aber passiert nicht. Schön. Patriarch's Humiliation. Ist sogar etwas, was man durchaus zocken könnte jetzt, ne? Aber vielleicht hat unser Gegner noch irgendwie ein besseres Target oder so? Gucken. Ja. Ah, warte mal. Hier könnte ich theoretisch mal blocken. Nee, ich lasse mal dumm. Einmal lassen wir noch durch. Tolarian Terror. Huh. Okay. Ja, Gas geben. Ja, wir können vielleicht genug stallen, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit vielleicht Rafine's Informant wiederbelebe oder so. Ah, I gain Trample. Ha! Okay. Können wir nicht. Ah, Trample macht nicht so viel Sinn, dann zu blocken. Okay, das sehe ich ein. Aber dann kann ich halt auch nichts rekommissionieren einfach. Nervt. Lege ich jetzt einfach den Hippogriff hin? Ist auch nervt. Kill mal was von mir. Jetzt. Junge, was für ein Lappen. Warum killt der nichts? Warum macht der nicht diese? Macht gar nichts. Einfach nichts. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Ancestral Anger und dann ärgere ich mich.
Gitu Amplifier. Na gut, fein. Dann gehe ich auf 6. 6 nicht cool. 6 absolut nicht cool. Okay. Dammit. Ah, boah. Zumindest schon mal Lethal präsentieren. 6 Leben. Ich kann auch einfach rausgebrannt werden. Der Gegner hat noch 7 Handkarten. Meine Handkarten sind absolut useless. Aktuell habe ich Block, Block und Kill in der Luft. Jetzt nicht mehr. Nee, dann sterbe ich auch einfach. Das geht auch nicht. Ah, das ist so ärgerlich. Ich hätte vielleicht Tolarian Terror Triple blocken können, dann wäre Tolarian Terror gestorben, aber wenn da noch 2 Consider oder sowas sind, auch nicht geil. Gehen wir auf 3. Okay, ja, jetzt ist der Gegner. Kann ich hier irgendwo mit ein... Oh, take up the shield. Nee, Inspiring Overseer macht es leider nicht. Aber der ist gut. Der ist zumindest eine helfreiche Kreatur. Sehr hilfreich. Och, doch. May I? Okay. Okay, better lucky than good, würde ich sagen. Oh mein Gott. 4-2. Weiter geht's. Ist noch alles möglich. Wir müssen nur noch 3-mal in Folge gewinnen. Inspiring Overseer, Cloudkin Seer, Dot Deck. Kann das regeln? Gucken wir mal. Gegner spielt nichts. Take up the shield, kein schlechter Draw. Mir gibt's wahrscheinlich irgendwie einen Essence Scatter oder sowas. Make disappear. Fine. Ich hab noch einen davon. Ah, schon ganz gut. Die 2-for-1s hier sind schon ganz okay, würde ich behaupten. Ich würde ja auch traden. Also sollte ich die Chance haben, würde ich auch traden, glaube ich. Und warum auch nicht? Oh, wow, das Land sieht ziemlich gut aus. I like this land. And the festivities. Da ist er. Mhm. Haben sie schon adaptiert hier, die Leute. Mal gucken, für wie viel mich G2 Amplifier haut hier. Okay. Ja, kann ich vielleicht auch ein Land ziehen noch? Also so ganz random. Oder ich könnte die 4. Patriot's Humiliation ziehen. Das wäre auch okay. Na gut. Naja, immerhin. Das ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja, ich werde das jetzt einfach mal gucken, was hier so passiert. Ah, kein Instant Speed Removal, please. Okay. Land. Okay. Vielleicht hätte ich auch schon die Humiliation spielen sollen auf den G2 Amplifier, aber es sieht halt einfach weird aus. Okay. Cloudkins hier vielleicht noch wiederholen. So, okay. Sehr schön. Jetzt bitte ich dich, nicht 2 Removal Spells zu haben, wenn es geht. 1. Junge, dieser eine Amplifier hat mir 15 Schaden gemacht oder so. Ich muss jetzt...
Ist vielleicht ein bisschen risky gewesen, ich gebe es zu. Also es ist ein bisschen risky gewesen, dem nicht die Ability wegzunehmen mit Patriarch's Humiliation, aber. Jetzt hat er keine Kreatur mehr oder was? Was geht denn hier? Okay. Landbräume. Wobei, vielleicht hätte ich den sogar wachsen lassen sollen, damit er nicht am nächsten End der Festivities stirbt. Ja gut, man muss ja auch nicht unbedingt drei haben. Aber hat man dann halt. Eins, zwei, drei. Okay, ich werde jetzt mal alles hinlegen hier. Das vierte zumindest wirkt doch arg unwahrscheinlich. Es könnte aber sein, dass ich vielleicht sterbe einfach. Ich habe nur noch sechs Leben, nochmal zwei Lightning Strikes oder so ins Gesicht. Es sind auch schon zwei Lightning Strikes weg, also. Strangle. Okay. Angenommen, jetzt kommt das vierte End of Festivities. Was machen wir denn dann? Oh, Inspiring Overseer. Der ist so Gucci, der Boy. Der ist so Gucci, der Boy. Ah, hervorragend. Auf 7 ist erstmal besser, weil auf 7 bin ich nicht auf 6. Also nicht in Range von zwei Lightning Strikes. Ich traue mich halt nicht, Take Up the Shield proaktiv zu spielen, um einfach 3 Life zu gainen. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu weak. Ich beschütze ihn jetzt einfach. Come on. Yell no. Okay. Okay. Gegner hat eine Menge Removal Spells, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ein ganz guter Draw gewesen, weil das auch um Hand of Festivities rumspielt und ich außerdem mit Patriarch Humiliation jetzt zumindest ziemlich alles abräumen kann. Okay, noch eine Plains war jetzt nicht so bester Draw, aber wir sind zumindest in zwei Zügen Lethal und ich habe noch zwei Removal Spells. Ich kann rausgebrannt werden, ohne Frage. Shock, Shock, Lightning Strike, was auch immer. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht rausgebrannt werde. Terror für. Okay. Terror ist gut. The stage is yours, Gegner. Du bist auf 1, ich bin auf 7. Mach, was du willst. Ich gebe mich meinem Schicksal hin. 5-2. Come on, 2 noch. Also ich kann ziemlich gut die Networks disrupten. Und ich habe zumindest blaues und weißes Mana. Ich glaube, man hält das einfach. Flying Man into Flying Man into Flying Man. Und vielleicht mit ein bisschen Protection. Gucken, ob das reicht. Es ist keine Premium-Hand. Aber ich mache zumindest in den ersten Zügen was. Ich bin auch meistens immer erst irgendwie Turn 3 angefangen und so. Von daher, okay. Haben wir auch genug Länder. Ich kann jetzt alles spielen. Jetzt könnte man so langsam mal im Bereich von Cloudkin Seer gucken oder Inspiring Overseer oder sowas. Geht mir schon mal wieder auf 20 runter. Prowess. Da ist er ja. Hervorragend. Ich krieg sowieso eine Ente Festivities ab. I know that. Come on. Keine Ente Festivities. Nicht jetzt. Please. Okay. Immerhin. Keine End of Festivities. Na gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich nehme nur 100.
Aber das ist okay. ja, ich bringe den mal eben schnell um, glaube ich. Und würde hier mal meinen Cloudkinseer zum Trade anbieten. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht gegen Gito Amplifier wieder verlieren. Ah, okay, ja, es geht noch. Ich meine, kein Spell. Rangère ist nicht geil. Ey, der ist so fett, der Typ. Trample ist einfach so eine fette Geschichte. Okay. Plus 4, plus 3, okay. Ich muss den einfach protecten und ein bisschen live gainen. Also ich nehme ziemlich viel. Alter. Alter, echt jetzt? Oh Gott. Jetzt hör auf mit Trample, Mann, Junge! Next proof indestructible? Okay, ja, cool. Bin ich ein großer Freund von, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber immerhin hat unser Gegner jetzt keine Spells mehr. So, es passiert nichts, aber unser Gegner hat auch keine Spells mehr. Okay. Okay, Gegner geht auf 13, ja. Gegner geht auf 13, Gegner knackt ein Land. Ja, oder? Warte mal. Oder wir machen es so vielleicht. Er wird auf jeden Fall ein Spell haben. Nee, okay. Das war ein ziemlich guter Trade für uns. Oh. Oh, Take Up the Shield ist gut. Land Discard. Ballern für 4. Gegner geht auf 9. Ja. Noch im Game, ey. Jewel Thief ist fein. Festival Crasher ist fein. Der Attack ist super fein für uns. Wir gehen auf 9. Wir haben in der Luft 4. Ja, okay. Gegner ist auf 5. Oh Gott. Come on. Was ist hier los? Okay. Wir haben uns gut protected gegen End the Festivities. Ja, ich blockiere halt. Okay, dann hast du halt ein Spell. Irgendwas, was grün auch noch macht. Okay. Ah, was irgendein grüner? Irgendwie Pumpe? Giant Growth, okay, na gut. Ja. Gehe ich auf 6. Cloudkins hier war ein guter Draw. Land nicht so. Gegner geht auf 1. Ich verliere gegen Giant Growth, aber ich glaube gegen sonst nicht so viel.
Okay. 6-2. Ich glaube, jetzt kommt der Endboss. Come on! Prairie Dog ist der Endboss. Unsere Hand ist absolut horrendous. Ich brauche halt Kreaturen. Ah, ich halte das mal. Wir haben weißes Mana, wir haben blaues Mana. Wir haben eine Kreatur. Und ich tapp dir mal das Land weg. In Response? Nichts. Okay, sehr gut. Und kein Luminarch Aspirant. Ne, wie heißt der? Luminarch Flame Fist Eumelbernd. Okay. Der ist doch gut. Attack für 1. Gegner schon auf 19 hier. Alles easy. Ich guck mal. War vielleicht nicht so schlau von mir. Ich hätte das einfach direkt Mainphase machen sollen. Oh Gott. Ah, ich hätte das direkt Mainphase machen sollen. Jetzt werfe ich das Game deshalb weg. Warum einfach, warum mit Instant Speed Dingern warten? Einfach immer direkt machen. Oh mein Gott, ich habe einfach eine Kreatur weggeschmissen. Ich habe einfach einen Spell weggeschmissen jetzt. Für nichts. Für einfach nichts. Was? Nee. Boah, ist das sad, ey. Verdient. Oh, wenn ich das jetzt. Ach, jetzt ärgere ich mich schon wieder so, Chat, ey. Ich ärgere mich so unglaublich. Na, jetzt funktioniert Patriarch's Humiliation zumindest nicht. Jetzt schmeiße ich jetzt auch noch den Hippogriff weg. Aber ich hoffe nicht. Okay, gut. Na gut, beide Indestructible ist ja irgendwie fair. Steadfast Unicorn, das ist der. Okay, ja. 2-2er, ja, gut. Okay, ich lege erstmal sowas hier. No Attacks. Ich muss jetzt einfach das Spiel ein bisschen länger halten. Ich muss das Spiel länger halten, damit ich in meine Cloudkin ziehe und so weiter reinziehe. Ja, ich glaube, Tags sind nicht da, oder? Land wäre gut, weil dann könnte ich den Spell spielen, könnte ich Falcon Abomination spielen und trotzdem Take Up the Shield offen lassen. Ich glaube, das ist ein okayer Trade. Ich habe einfach eine Karte weggeschmissen. Regt mich auf to the max. Wenn ich das mal so sagen darf, es regt mich auf. Okay. Mein zweiter Hippogriff war nicht schlecht. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen Value rausziehen können. Und irgendwann kommen die Cloudkings hier, Leute. Irgendwann kommen die Cloudkings hier, irgendwann kommen die Inspiring Overseer. Game ist noch everybody's game, auch wenn ich es ein bisschen weggeschmissen habe. Oh. Ja, ein ziemlich unverdiente Decathlon-Trophäe, muss ich sagen. Na, mal schauen. Mal Gucki-Gucki machen, was der Prairie Dog so sagt. Sollte ein Attack kommen, werde ich wahrscheinlich doppelblocken. Also so ein Hippogriff oder so. Oder vielleicht sogar das Unicorn. Mal schauen. Search Party Captain. Der ist gut. Der ist ja quasi das, was für uns Inspiring Overseer und so weiter ist. Ja. Gegner hat noch eine Humiliation, glaube ich. Und überlegt jetzt nicht in die gleiche Falle zu laufen, wie ich es bin.
Oder halt ein Disconnect. Den würde ich jetzt auch nehmen. Disconnect würde ich nehmen. Nee, da ist er wieder. Da sind gerade die Höhlen angegangen, da ist er wieder. Jetzt haben wir tatsächlich eine Humiliation, sag ich mal, go. Oh Mann, ey. Oh. Man kann sich ja auch nicht mit. Doch, ich könnte mich mit Take Up the, mit Doppel Take Up the Shield könnte ich mich schützen sogar. Mit Doppel Take Up the Shield könnte ich mich schützen, aber dann. Also angenommen, ich würde Patriarch's Humiliation spielen. Auf einen Dreier, vielleicht auf einen Zweier. Auf einen Zweier wird gehen. Aber auf einen Dreier, dann müsste ich halt, wenn er dann in Response die Humiliation spielt, müsste ich dann zweimal Take Up the Shield benutzen, damit das zwei Marken kriegt, damit dann meine Kreatur nicht. Also kompliziert. Kompliziert. Vielleicht wird auch die Abomination abgeschossen. Ja, das kann auch sein. Dann geht man zumindest auf Nummer sicher, ne? Fierce Retribution, Destroy Target Creature. Oh, das ist aber easy. Das ist aber, glaube ich, das könnte jetzt. Jetzt könnte das Game in mein Favor übergehen, übrigens, tatsächlich. Oh boy, das war ziemlich gut für uns. Attacken geht nicht. Ich kann jetzt den Hippogriff ohne Probleme abschießen, weil ich drei Kreaturen liegen habe. Oh, Leute! Ich sehe da was Gutes. Tendenziell. Jetzt werde ich gerade wieder ein bisschen gehypter. Gerade nachdem ich einfach mal ganz entspannt meine Humiliation weggeschmissen habe, war nicht so gut. Jetzt geht's wieder. Ja, my turn. Nee, nee, noch nicht. Erstmal den hier anzünden. Cloudkins hier, sehr schön. Vielleicht sogar in ein Land gezogen, hervorragend. Rein da. Hier, Flying verteilt. Okay, nicht, dass das wichtig ist, aber. Okay. Gegner auf 13. Und Conceit! Yes! Alter! So, also wenn Decathlon so weiterläuft, dass ich jeweils exakt immer einen Versuch brauche für die Medaille, dann ist das mega nice. Puh! Da haben wir es einfach durchgezogen, ey. Sick. Freut mich. Ja, Leute, nochmal eben kurz hier einmal abchecken. Claim Prices, Decathlon 2, Pauper. Und da ist der Pauper. Bäume, hervorragend. Da muss ich mich an dieser Stelle, glaube ich, nochmal ganz, ganz herzlich bei Holy bedanken, der die Deckliste auf Twitter gepostet hat. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Deckliste wird natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.